So, herzlich willkommen vom Dienstag. Gestern haben wir leider nichts gefilmt, habe ich vergessen. Wir tun uns hier mal Elektroschrott sammeln und schlachten. Da alles noch hin an Material. Genau, das kommt halt nämlich weg. Ja, vom Umbau, diverse andere Kabel, was weiß ich. Alles fort mit. Ob immer ganz auf Kabel und Scheiß. Alles mal verpacken und kommt fort. Alte Computer, alte iPhones und was weiß ich, kommt alles weg. Nur quasi einmal vernichten den Datenträger und dann kommt es weg. Hier sehe ich Sachen, ein Laptop, PC, gucken, wo die Festplatte ist, machen wir da gleich mal ein bisschen Platz und die wird dann auch zerstört quasi. Wer da keinen Bock drauf hat, dass irgendwelche Mongos an die Daten kommen. Das hier wird so sein, gucken wir mal, wie wir die hier machen. Ich will mal kurz Festplatte, Formatiergerät. Hier haben wir von unserem Datenschutzbeauftragten extra Gerät dafür bekommen, um Festplatte zu formatieren. Und ja, werden wir es hier anwenden. Ich habe zwar keine Bedienungsanleitung, aber ich glaube, ich weiß, wie man es anwendet. So ungefähr stand in der Anleitung drin. Ich gehe lieber nochmal so. Ich glaube, der ist formatiert. Alle kaputte iPhones. Ich werde das gleiche mitmachen. Alles im Arsch. Ich glaube, alles datenschutztechnisch in Ordnung. Ja, nee, vorsichtshalber gemacht, bevor wir das so aufs zusammen bringen. Genau, Spaß beiseite mit der ganzen Datenschutzquatsch. Wir haben gestern die Ölwanne ausgebaut von dem Deutz dahinter. Maundicht. Stichtung heute halt schon kommen. Da gucken wir uns noch mit dem Rissspray, ob die. David, hast du noch nicht geguckt oder ob die mit dem Rissspray? Nein, mit dem. Herr Emma, so sauber, genau. Genau, und dann im Deutz, da müssen wir gucken, ob da ein Riss ist oder sowas, weil das schon relativ viel ist und ein komisch auch ist. Gucken wir da noch. Neue Dichtung ist da. Die machen wir heute neu. Jetzt haben wir die Achsen so ein wenig lose machen müssen. Ein bisschen Scheiß an dem Karren. Aber ja, bekommen wir hin. Dann hier in dem Auswahlschneider ist ein Lager kaputt, ein Riemen ist kaputt und ein paar andere Kleinigkeiten.
Die müsst ihr heute alle vollkommen. Das werde ich machen können. Der Basti ist unterwegs im Staubbruch an einem LKW-Blattstand tauschen. Ja, und ich habe heute noch ein paar Sachen zu erledigen, organisatorische Sachen, durch die Gegend fahren. Ja, soweit mal hierzu. Ist gerade ein bisschen ruhiger in der Werkstatt. Auch nicht schlimm, da können wir immer eine ganz alte Scheiße schaffen, was wir haben. Und ja, jetzt gucken wir mal, was diese Woche noch so ansteht. Da steht einiges an, außerdem steht viel an. Das kriegt er mal eins immer zum Mittel, weil er fast schon unterwegs ist. Genau. Ach ja, und ich weiß nicht, ob ich das erzählt habe, der neue TB 225, wo ich im alten Jahr mal verkauft habe. Ne, 21 war das, wo ich sogar verkauft habe. Der hatte immer Probleme mit weißer Rauchentwicklung. Und sind wir uns gestern mal auf die Spuren begeben und rauskommen ist, wir haben drei Sachen gemacht, mit einmal die Düse abdrückt, da ein Nachtropf, die waren aber alle gut. Kompression haben wir noch gewesen, vorsichtshalber, wer weiß, kann ja auch mal immer sein. Und wir haben ein neues Motoröl, nein, das Motoröl war aber vielleicht eine Stunde oder sowas drin, die drei Sachen haben wir gemacht und danach hat es aufgehört. Jetzt ist die Frage, war es Motoröl, war es irgendeine Düse, aber wenn die Düse gut sind, warum soll die dann auf einmal wieder gehen, wenn ich die ausbaue und einbaue? Also alles ein wenig komisch und ein wenig seltsam. Auf jeden Fall hat es aufgehört damit und schauen wir mal, wie es dann weitergeht mit der Maschine. Aber soweit war alles im Griff. Ja, wir gucken mal, dass wir die Woche mal die ganze Kleingeräte aufarbeiten, was hier noch alles da liegt, dass das auch mal gemacht ist. Hi Basti! Wir lackieren seinen Zylinder noch von uns, vom Straßenbauschneider. Da hat es noch zwei neue Augen gibt es noch, die habe ich ganz vergessen zu bestellen. Vor lauter. Passt das Arsch? Sieht das schlecht aus, oder? Du musst ihn eh komplett lackieren. Ich hab ja auch Anschliffe, ja. Ja. Alter, verpiss dich, ey. Hängst du da rein? Nein! Genau. Möchtest du noch ein neues? Wir nehmen ein. Doch. Der David hat seine Ölwanne auch noch gebracht. Ganz gut gegangen. Oder David? Ja. Der Ölwanne auf dem Arsch, ganz gut gegangen. Wenn sie dicht ist, dann schon. Jetzt brauchen wir schon mal raus. Ist ja, normal schon. Gut ausgesehen, wenn wir aufmachen. Ja, und das Innerbäusche feiern wir schon wieder, oder? Sache gibt's. Ha, hätte nein. Jawohl, eine Stunde haben wir noch. Ja? Der wird dann morgen abgeholt, gell? Ja? 10 Uhr wird er dann abgeholt. Morgen. Ja, genau. Der Atlas, der kommt weg, der ist fertig soweit. Die was? Ja, genau. Die Asphaltsee, genau, die kann man noch voll fertig machen. Ja, da haben wir noch das. Das Caterpillar-Spannaggregat haben. Da in die Lager gefressen geht. Kann halt gewiss, wie es auseinandergeht. Ich habe Zeichnungen geguckt. Ich habe schon mal mit Flo Ratschmeier telefoniert. Er hat gesagt, das ist hier eingepresst. Aber wir haben ein komisches System. Aber ja, kriegt man auch alles noch. Und ja, da machen wir dann auch morgen die Lager so voll rein. Dann ist gut. Läuft es wieder. So, kommt hier ein. Eins meiner liebsten Hobbys, Dichtungen rausmessen. Immer ein bisschen tricky. Ja.
Ja, wie auch immer, egal. Ich habe ganz oft Zylinder hier, wo ich keine Dichtsätze dafür bekomme, weil ich nicht weiß, wo sie her sind oder Original-Dichtsätze sehr teuer ist oder vielleicht nicht lieferbar ist, wie auch immer. Dann messe ich mir die hier immer selber raus. Mir fertige auch zum Teil diese Köpfe, also diese Verschlussstopfer von oben. Kolbe haben wir schon gefertigt, Kolbestange haben wir auch zum Teil schon gefertigt, also wenn ihr da auch Interesse habt, einen Zylinder zu bauen, einen Zylinder zu überholen, könnt ihr euch gerne melden. Bekommen wir eigentlich auch alles hin, von bis. Ja, und der doppelwirbelige Zylinder, Fachmänner erkennen es. Hier oben Abstreifer, sieht man die Dichtkante. Der sitzt hier oben drinnen als erstes. Der ist da, um den Dreck abzustreifen, so wie hier das ganze Zeug, dass das nicht in die Dichtung reingeschafft wird. Dieser O-Ring ist hier außen drauf, dicht nach außen. Der hier ist unten auf der Mutter drauf, der ist hier irgendwo unten drin normalerweise, genau hier drin. Der dichtet oder der hält einfach dann der Kolbe. Dass da innen drin kein Öl durchgeht, wird das mit dem quasi abgedichtet. Das hier ist der obere Dichtring, der ist auch hier drin, der ist eine Minute weit unten drin. Was sehen kann, ja, genau. Genau. Und das hier ist das Dichtpaket im Kolbe, quasi hier. Hier quasi eingebaut, ist aufgebaut in einen Stützring. Dann Dichtring, Führungsring, dann hier der eigentliche Dichtring, so ein, der ist auf beide Seiten dicht, da quasi. Nochmal, dann kommt hier dieser Stützring oder auch nochmal ein Laufring und hier auch nochmal ein Stützring. Genau, und dann ist das hier so ein Paket, wo das hier so draufgeschoben ist. Eigentlich so die einfachste und häufigste Variante. Bei so großen Zylindern wie so Liebherr, Caterpillar, Zylinder und so, sieht alles ein bisschen anders aufgebaut, weil die natürlich viel mehr Kräfte aushalten. Wo der jetzt raus ist, weiß ich jetzt gar nicht genau, aber das kriegen wir auf jeden Fall hin, das ist kein Problem, dann zum Abdichten. So, herzlich willkommen vom Mittwoch. Oh, mach da mal einen neuen Ausschluss, wenn wir fertig sind. Das ist ja grau. Der Reiz ist soweit dicht, oder David? Ja. Nichts mehr drunter gewesen. Genau, das ist soweit dicht, haben wir jetzt alles voll gemacht. Jetzt haben wir da eigene Baggerei. Gerade wegen ruhiger ist, müssen wir da einen Kundendienst dran machen und so weiter. Ein paar Kleinigkeiten noch richten. Der David hat da eine Rillplatte reingeholt. Von Euronet. Und die fährt nämlich vorwärts und rückwärts und ist oben so ein spezielles Ventil drin. Alter, ist der O-Ring raus, ne? Dass der da live nicht geht. Das oben ist der Ventil drin, das prüfen wir jetzt mal durch mit Druckluft. In Richtung geht es, in andere nicht, oder? Warte mal. Ja, da kommt. Kommt er, ne? Machen wir nach, kriegen wir nach. Zu mir her, dann ist es gegangen. Nee. Nur bei umschalten. Oh, und den Schieber machen wir raus. Jetzt suchen wir uns mal laut, dass es irgendwie ausklingt oder was weiß ich. Würde ich jetzt mal so sagen.
zudrehen muss. Müsste so fett dahinter sein, ja. Da liegt die Spannung drauf, oder? Scheibe drin, oder? Was ist eine Zahnscheibe? Aber ist gut, eigentlich gut an der Rüttelplatte. Oh Gott. Prozent bloß die Kugel dann aus. Auskennt. Wollen wir ganz raus? Die wird schon zu weit, kriegt er doch. Ja. Spannend, dann macht man irgendwie drüber viel Zau. Klemmt da drin. Klappt. Lass mich mal das. Da muss eigentlich so da drin. Es geht auch weiter drücken, glaub ich. Hä? Es geht auch weiter hin und her. Ich glaube, dass der nämlich nur in eine Richtung gegangen ist. Wahrscheinlich nur ausgehängt oder sowas. Aber der ist, geht auch brutal hart in Richtung. Aber die Fresse hat uns nicht, weißt du? Und das Ding ist schon ziemlich neu. Das hat er nicht geschafft. Das ist quasi die Steuerschiebe, wo dann hier zwei Kammern hat, vorwärts, rückwärts. Der wird da drinnen geschoben. Aber ich finde, mehr ist es eigentlich nicht. Und der geht noch ziemlich stark. Oh. Und wieder der Deckel auf. Dann hängen wir das da wieder sauber ein. Ich glaube, der war bloß ausgegangen. Im Bus.
der ist unten quasi federbelastet über die Kappe, dass der immer auf Mittelstellung zurückspringt. Oder was heißt zurückspringt? Immer vorwärts. Nee, immer vorwärts. Oder auf irgendeine Stellung springt auf jeden Fall immer. Ja, ja, immer vorwärts, dass der immer vorwärts geht. Nicht, dass er dich über. Und rückwärts musst du dann quasi immer heben, oder wie ist das dann? Das kann sein. Schauen wir gleich. Gerade hast du ja auf jeden Fall nichts heben müssen, da ist schon da drinnen auf der Stellung geblieben, wo man eingestellt hat. Was? Der Hebel ist gerade immer auf der Stellung geblieben, wo man eingestellt hat. Stimmt. Halt andersrum. Hä? Der. Den Hebel andersrum. Na gut, der ist eigentlich dann bloß so. Meinst du, dass wenn er Druck hat? Dass der quasi ohne Feder belastet ist, weißt du? Dass er dann, wenn er vorwärts läuft, immer Richtung läuft. Pumpe, Tank. Weil das Ventil ist gut an sich. Oder ist das noch ein Ausgang? Das ist, ach, da ist P, bloß mal da nicht. Das ist so halber Stellung, das ist nicht ganz. Weißt du, das ist nicht ganz was kommen. Also das Ventil ist gut. Das hat nichts, weißt du, das hätten wir so schon was gesehen. Dann lass einfach lassen. Dann muss man nur noch, wenn das tatsächlich. Aber der hat ja dann zwei Schaltungen, oder? Halt, guck mal. Also die Schaltschaltung hat er, das geht so, gell? Dann ist es weiter unten. Hast du mal eine Messung gemacht, was die spricht? Mach da mal nach, weißt du? Aber kommt da richtig Druck, wenn das Ding läuft, oder? Hi, dann rittelt es, sei nicht gleich gescheit gesehen. Ach so.
nicht bleiben. Dann hat Führer zu sein. Aber dann wird dein Delta nicht immer vorwärts. Die geht ja immer vorwärts. Gucken wir uns mal in der Maschine an, komm. So, herzlich willkommen. Donnerstag. David nicht und jetzt einen 300er Bremse einstellen. Jetzt drehe ich ihn zu, bis er nicht mehr geht. Ja, da ist. Ja, wir stehen da Bremse ein, da hinten drinnen. Als die Einstellung ganz zudrehen, bis er nicht mehr drehen geht. Das ist gut, ja. Halt. Machen wir wieder zu ein wenig. Noch ein wenig. So ist. Noch ein wenig. So ist gut, ja. Also dreht man dann da innen den Ding zu. Den Bremssteller. Dann machen wir ein Sechstel. Machen wir den jetzt wieder auf. Dann haben wir hier Grundeinstellung. Halbe. Ist das klar? Ich mach zu. Muss er richtig umdrehen, genau. So ist gut, ja. Eine halbe. Eine halbe und ein bisschen mehr. Ist ja noch gut. So passt. So, jetzt haben wir hier quasi die Grundausstellung von der Bremse wieder hergestellt. Das heißt quasi, dass die Bremsautomate den Abstand quasi verringert hat, wenn die wegen verschleißen, macht man das so. Jetzt machen wir es auf der anderen Seite genau das gleiche, abbocken. Abbocken und drüber aufbocken. Was wir noch alles gemacht haben dann an dem Fan war Bremsflüssigkeit tauschen, wollte der Kunde so. Die war ein wenig dreckig und ein paar Lüfternippel sind zugekommen. Und dann noch haben wir noch gemessen, der Druckluftanzeige, den Sensor quasi. Und die Druckluftanzeige. Und der hat unterum hat der Batscher, gell, die Druckluftanzeige. Ja, wir haben zwar leider noch den Messkörper, haben wir jetzt aber umstellt. Und den werden wir dann prüfen, morgen voll. Das ist dann gleich gemacht. Weiter. Noch ein wenig. So ist gut, ja. Jetzt das gleiche in grün. Ein Sechster wieder aufdrehen. So ist gut, ja. Und dann machen wir danach noch eine Probefahrt, ob alles bremst und geht. Dann ist gut. War schon. Dann ist wieder ausgefahren, den Karren. Genau, so stellen wir dann Bremse ein. Denn. Ja, klar. Ja, was heute noch ansteht, ist wahrscheinlich Anfang der Kundendienst an unserem Bagger. Du musst anlassen, musst da raus, musst das Gewicht hinweg und so weiter. Hier in der Rüttelplatte gibt es auch Probleme. Die haben wir ja gestern schon gefilmt. Höchstwahrscheinlich laut Husqvarna ist der Schaublock da oben am Arsch, weil alles andere passt. Von den Drücke her und so weiter passt das. Der Rolf baut hinten das Schiebeschild weiter. Da haben wir jetzt die Horizontalschwenkung rein. Die ganz quasi so und so quasi die Horizontalschwenkung. Ja, genau. Da ist auch voll gemacht. Und ja, das Deiz lässt irgendwann auch wieder drauf und alles. Ja, ein riecht da alles. Dann ist auch wieder irgendwann drauf, aber da ist höchstwahrscheinlich der Kurbelwelle-Simmering wahrscheinlich auch noch undicht. Muss ich im Grunde immer noch Rücksprache halten. Kommen wir mal zum Donnerstag. Gott sei Dank, ja. Nehmen wir noch ein bisschen Probleme. Erstmal hallo hier zum Vortrag. Wir haben hier gerade ein bisschen technische Probleme mit meiner Festnetz
Festnetz-Netzwerk-Festplatte. Und da waren einige Aufträge und sowas drauf, die müssen wir uns wieder herstellen. Gut, ich mir da gestern Abend noch geholfen. Genau, draußen in der Werkstatt, zeigen kurz, was so lief, gelaufen ist. Und der Basti ist mal wieder da, so schön den zu sehen, so toll, ich freue mich sowas von. Und der David ist auch da und schöner Freitag. Und jetzt hat es noch was vom Kirchhörgeber gerade zu mir, dann alle sind glücklich. Stimmt. Aha. Und die Rüttelplatte ist fertig da. Da war das Ventil jetzt echt am Sack. Haben wir neues Neigen oder neues bestellt, schnell kommen. Der 312er Fendt ist fertig, der wird Bremsen entlüftet. Genau, alles passt. Genau, die T-Shirts sind da, die bestickte. Ist ein Pulli abbestickt, oder Basti? Ja. Nimm mal geschwind in die Hand, wie es aussieht. Ja, da passt schon mal kurz klar Schiff im Bus, der ist nämlich die nächsten zwei Wochen wieder weg. Auf Montage oder auf Schulung. In Augsburg drunter. Ja. Augsburg. Zum Start. Einmal rum. Sieht gut aus, oder? Natürlich. Trage auch ich. Genau, und das sind auch die T-Shirts dann wieder bei. Ihr mir sehen könnt. Näheres dann die Tage mal noch dazu. Ja. Jo, hier in dem Deutz. Ölwanne ist dicht, aber vorne noch Kohlwanne Simmering müssen wir noch machen. Muss man hier den Kühler und so alles abbauen. Da gucken. Hier, Notstromaggregat. Das ist auch einiges undicht. Und Kundendienst, Kompressionmesser und so weiter. Genau. Das war es eigentlich jetzt hier so vom Freitag. Oh ja, Update, Türen sind drin. Schleiderweise. Falsch gekommen vom Lieferant. Ich habe gesagt, Arschläge nehmen wir trotzdem. Und jetzt sage ich mal, heute oder morgen, wie es oben aussieht gerade. Da werde ich irgendwann am Sonntag dann drin wohnen. So, herzlich willkommen zum Sonntag. Ich glaube, diese Woche ist nicht so viel gewesen. War entspannt, war ruhig. Ja. Wir haben viele eigene Maschinen gemacht, was viele eigene Bagger gerichtet. Kleingeräte einige gemacht. Hier ist zwischen uns ein Bagger. War mal Kundendienst fällig. Da muss man das Heckwicht noch demontieren. Dass man da anders wieder hinkommen, macht ein bisschen Probleme. Ja, da will ich einfach sicher gehen, dass man da die Einsatzsicherheit, dass das geht. Hier hätten wir eigentlich einen Aufbau drauf machen sollen auf die Spritze. Hier, dass die also bei 3 Meter gefällt. War dem Kunde dann auch ein bisschen zu teuer. Muss man verstehen, ist ja nur eine Ersatzspritze für ihn gewesen. Aber er lässt es dann mal so und schauen weiter. Vielleicht tun wir dann das Fiberglas noch mit richten. Das muss ich noch abklären mit dem. Aber ja. Hier sind wir auch weitergekommen. Haben jetzt vorne diese Schwenkmechanik. Oder die Anlenkung von dem Zylinderbau hat er. Mit Anschläge. Das ist hier jetzt ein Einkracht immer auf der Stange an der Bodenseite. Die Kinematik müssen wir vielleicht noch ein bisschen verändern. Weil das jetzt hier das Schild guckt jetzt quasi so ein bisschen nach hinten, das wird aber eher ein bisschen steiler stehen. In meinen Augen. Aber das kriegen wir doch alles hin. Ist nicht wirklich ein Problem. Da kommt da dann der Bobcat. Kommt dann auch an dem. Bis morgen müsste er kommen, genau. Jo. Stoffanlage. Wird schon noch Wasser sein. Das ist also Diesel, hm? Das ist immer undicht. Notstromaggregat
von der United Bikers. Aus unter Hambach. Genau, da muss man an dem Deutzmotor hier Wartung machen. Undichte Stellen so ein bisschen abdichten. Kompressionsmessung machen, weil er sehr stark blau rauchen würde. Ja. Hier im Deutz, Ölwanne ist dicht, aber kommt noch von oben drüber, vom Kurbelwellensimmering oder vielleicht sogar vom Steuergehäuse. Wie es aussieht, kommt zum Kurbelwellensimmering. Sehen wir schon wieder die Öle halt runter. Wir haben mal ein kleiner Übel angefangen, aber jetzt muss halt dann da dafür die ganze Schnauze raus. Das Kühlerpaket und vorne alles raus, dass wir da noch sauber nachkommen und dann wellendicht dringend noch abdichten auf jeden Fall. Hier noch die ganzen Kleingeräte, die wir gemacht haben. Da war ein Lagerschaden. Die ist schon länger, geht schon länger, die Geräte an. Hier war jetzt tatsächlich dieses Umschaltventil kaputt. Komisch, aber ja, passiert. Ja, für nächste Woche steht auch wieder einiges an. Da kann ich vielleicht wieder ein bisschen mehr filmen. Basti ist. Basti ist auf Schulung in Augsburg. Ich bin dann wieder für den Außendienst zuständig. Ja, genau. Und schauen wir mal weiter, was denn da abgeht. Das Ölwick wird man auf jeden Fall wahrscheinlich schon montieren. Mal schauen. Genau oben will ich euch noch zeigen, wie es weitergegangen ist. Dann gehe ich mal kurz mit hoch. Das angucken. Hier zum einen mal die Treppe mal putzt. Haufen Dreck drauf gewesen. Türen sind drin, leider hier eine weiße. Die ist falsch gekommen, so blöd wie es ist. Ja, genau. Hier, Fernseher ist montiert. Mit diesem Unterbau. Schon mein Vater ist übrig gewesen. Und das gefällt mir eigentlich ziemlich gut. Genau. Hier diese Glasscheibe kommt noch in Ding rein. Ins Bad, kann ich euch gleich noch zeigen. Hier mein Bett, muss noch ein bisschen anders hinstellen. Ziemlich hoch ist, aber für mich ist es ganz gut, weil ich nicht so von unten rauf muss. Alte Leid. Hier will ich nächstes Mal ein Sofa noch kaufen oder suchen. Muss ich mal gucken, was ich da finde. Ist nicht ganz einfach. Ich dachte, das geht irgendwie besser, aber halt, so täuscht man sich. So, hier im Bad. Das ist das Profil von dieser Scheibe. Unterschrank, da kommt hier noch eine schöne Eiche. Eichendiele drauf. Eine schöne Eichendiele drauf und das ist schon mal quasi mein Spiegelschränke. Genau. Ja, im Großen und Ganzen will ich eigentlich am Mittwoch dann eigentlich hier sein. Schauen wir mal, wie es läuft oder nicht läuft. So, ah ja, genau, der Kompressor draußen. Ich muss mal gucken, der läuft nicht mehr, ist da kaputt ist. Und ja, steht wieder gleich ein bisschen voller. Aber nächste Woche ist wieder genug angemeldet. Und da wird sicherlich dann auch noch was spontan dazukommen. Ja, wir schauen mal, was so geht. Vielen Dank wieder fürs Zuschauen, hat mich gefreut. In dem Sinne, schönen Sonntag voll, bis nächste Woche.